hätte mir den ersten Tag so ein bisschen einfacher vorgestellt, weil die Strecke ja heute nicht so lang war. Wir sind knapp 110 Kilometer gefahren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Bergetappen, aber vor allen Dingen mit diesem wahnsinnigen Wind. Man kriegte immer Wind von links, von rechts, von vorne, von hinten. Und das waren wirklich Sturmböen. Und ich kann das bestätigen, weil ich komme von der Nordseeküste. Also, trotz alledem, wir haben es geschafft. Ich bin total happy. Und ich bin natürlich auch froh, dass wir morgen den Ort wechseln. Und ich möchte vielleicht dann doch ein kleines Gebet in den Himmel schicken, dass morgen ein bisschen weniger Wind ist und es ein bisschen wärmer ist. Aber morgen geht es auf jeden Fall die nächste Tour weiter. Thank you.